Erstes Video aus der Schweiz. Wir befinden uns beim World Economic Forum in Davos. Es ist ziemlich kalt, aber zumindest du siehst es, es scheint die Sonne, also schon mal ziemlich angenehm. Ich kann dir sagen, zum einen wird es jetzt spannend, welche Foren wir jetzt noch so gerade besuchen können, aber es gibt eine Abendveranstaltung, wo unter anderem Ursula von der Leyen mit dabei sein wird und wir sind da auch mit am Start. Also sei schon mal gespannt, was da auf uns zukommt. Sonst, wie in alter Manier, auf unserem Kanal findest du spannende neue Projekte, du findest News zur aktuellen Marktlage und die faktenbasierte Analyse von Scams. Wenn dich die Themen interessieren, lass auf jeden Fall schon mal ein Abo da und jetzt starten wir rein. Wenn du eine Aufnahme machst, mach eine zweite Tonspur, weil dann passiert dir nicht das, was uns passiert ist. Wir uns lässig ins Hotel Belvedere reingestellt, unter Ausschluss der Presse wohlgemerkt, und da mal so ein kurzes Zwischenintro mit reinzuschneiden, und dann funktioniert die Tonspur nicht und es gibt auch keine zweite. An der Stelle übrigens, falls du dich fragst, warum wird da immer vom Handy einmal gefilmt, einmal weggeswiped, einmal gefilmt und so weiter. Ja Leute, das war wirklich unter Ausschluss der Presse und das fanden die auch gar nicht cool, dass wir da innen aufgenommen haben. Übrigens, Sophie, an der Stelle, kleiner Sidefact, da lief dann auch mal ein Schweizer Polizist an mir vorbei und ich so, ja komm, geh die Treppe runter, ich nehme hier nur kurz was auf. Der hat mich echt böse angeschaut. Versuch Nummer 728,5. Wir haben jetzt das Auto langsam, glaube ich, echt im Kasten, nachdem wir einfach die Rückwand gewechselt haben. Also das war's. Durchlauf ohne Ende. 10. Versuch an dieser Stelle. So, 10. Versuch an... Warum hältst du dich an den Filmst? Also wir sammeln gerade sehr viel für die Outtakes. Wie du jetzt gerade auf den Aufnahmen auch sehen konntest, Ursula von der Leyen war nicht persönlich mit dabei. Ich möchte aber an dieser Stelle hinweisen, dass da echt krasse Kaliber mit am Start waren. Also unter anderem habe ich mal mit der Bürgermeisterin von Frankfurt gesprochen oder auch der Chef der Deutschen Bundesbank war eben mit dabei. Also wirklich beeindruckend hier. Du wirst es ja auch auf den Bildern gesehen haben. Daher schreib auch gerne mal unten, Moment, jetzt wird schwer, so, unten auch in die Kommentare, was du persönlich so von solchen Events hältst. Gehst du gerne zum Netzwerken? Also lass uns da gerne drüber diskutieren. Und natürlich auch, wenn du noch mehr Fragen haben solltest und wenn du tägliche News haben möchtest rund um die Welt des Krypto, dann komm gerne in unsere Telegram-Gruppe. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao.